Ja, moin meine lieben Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es mal um eine sehr traurige Begebenheit in GTA Online gehen. Und zwar der sogenannte Bad Spot Status oder auf Deutsch Spielverderber Status oder generell das Bad Spot System in GTA. Und wie man im Hintergrund sehen kann, ich bin frisch in einer Lobby gespawnt und wollte erstmal abchecken, wie die so ist. Und ich habe die Yacht auch sofort wieder verlassen, beziehungsweise ich bin dann irgendwann wieder Yacht raus und habe mir eine B11 gespawnt, weil ich irgendwann auf der Map einen Jet gespottet habe. Und ich habe mir so, jo, was will der? Das ist jetzt meine Lobby. Der war da erstmal prompt abgeschossen. Aber meine Pläne würden sich nicht bewahrheiten, denn es wird mich etwas hindern, meinen Plan, den Jet abzuschießen. Und zwar ein Oppressor Mark II. Und weil ich wusste, dass es auf jeden Fall zu einer Bedrohung werden würde, wenn ich es nicht sofort abschieße, dachte ich mir so, weg mit der Scheiße, weil es hat hier nichts zu suchen. Es ist relativ kompliziert und es hat auch sehr lange gedauert, wenn man im Hintergrund darauf achtet. Ich war dabei im Gefängnis und jetzt bin ich bei der Pferderennbahn, weil das Oppressor Mark II den Raketen mit Leichtigkeit ausweichen kann und es relativ schwierig ist, das Oppressor Mark II aufgrund seiner Größe mit den MGs zu treffen. Und da kann man sehen, ich bekomme Bad Spot Status und fett Versicherung bezahlen. Ja, und jetzt kommt auch schon mein erster Tipp, wie ihr Bad Spot vermeiden könnt. Und zwar macht CEO-Missionen, wie jetzt hier zum Beispiel bis an die Zähne mit dem Rona 2000. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, ihr könnt die Scheiße vom Himmel holen wie kein zweiter. Weil das Ding hat hochaggressiv diese Raketen, ist extrem stark gepanzert. Soweit ich weiß, ist es nicht vom One-Shot-Bug betroffen. Kann aber möglich sein, dass ich mich irre, weil fast alles ist vom, so gut wie alles ist vom One-Shot-Bug betroffen. Und ihr könnt von nix anvisiert werden. Ihr müsst da muss schon einer im Jet rumkommen und euch sehr, sehr, sehr lange unter Feuer nehmen. Bis er euch klein kriegt. Oder ein Savage, meinetwegen. Ja, und zusätzlich, das ist mehr oder weniger mein zweiter Tipp, da werde ich aber am Ende des Videos nochmal etwas genauer drauf eingehen. Bad Spot könnt ihr auch abbauen. Ihr habt quasi ein Punktekonto, das ihr füllen könnt. Und wenn ihr Missionen spielt, egal welche, das müssen nicht unbedingt CEO-Missionen sein, das können auch normale Missionen sein, Attentatsmissionen, Rennen, wenn ihr sie gewinnt, oder so. Und insgesamt habt ihr ein Punktekonto von 80, 90 Punkten, sage ich mal. Und ihr fragt jetzt, ihr fragt uns wahrscheinlich, woran bemisst man denn Punkte? Ja, das ist relativ einfach. Und zwar bekommt ihr einen Bad Spot Punkt, wenn ihr eine Karre schreddert, die quasi zwischen $1 und $10.000 Versicherung kostet. Ich hoffe, das war korrektes Deutsch. Und ihr bekommt 2 Bad Spot Punkte, wenn ihr eine Karre schreddert, die zwischen $10.000 und $1 und $20.000 kostet. Ihr bekommt einen Bad Spot Punkt, wenn ihr gekickvotet werdet. Ihr bekommt einen Bad Spot Punkt, wenn ihr Mission verlasst. Also, wenn ihr mitten in der Mission seid und ihr verlasst sie einfach. Oder auch wenn ihr im Jobmenü seid. Obwohl, nee, dann sollte man. Nein, im Jobmenü nicht. Im Jobmenü nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Und die meisten Leute bekommen extrem viel Spielverderberstatus dadurch. Zumindest Leute, die viele Leute belasten. So wie ich zum Beispiel. Ich bekomme am meisten Bad Spot Punkte durch das Schreddern von Fahrzeugen. Und wahrscheinlich werdet ihr davon auch betroffen sein. Weil, auch selbst wenn ihr nicht belastet. Ihr müsst diese Scheiße da doch vom Himmel kontern können. Also hier Noob Bikes jetzt vor allem. Wenn man jetzt einen so ein Oppressor Mark II Hansel ist, der muss doch wohl vom Himmel gegeiert werden, weil man möchte im Idealfall keine Tode fressen. Ja. Auf jeden Fall, irgendwann geht diese Mission auch zu Ende. Und dann habe ich mir einen Savage bestellt. Einer dieser Noob-bikenden Spastis hat mir dann eine Nachricht geschrieben, mich ein bisschen provoziert und so. Der hat sich dann da unter den Pier begeben und ich musste ihn da, oder ich wollte ihn da irgendwie rausziehen. Weil
Der Spasti wollte mich provozieren. Ich bin vorher mit dem Savage ein bisschen durch die Gegend geflogen, passiv, weil... war kurz AFK. Und der Typ hat mich, wie gesagt, angeschrieben. Da habe ich ein bisschen drauf geantwortet. Der Typ sitzt da ziemlich tief drin, sag ich mal. Aber irgendwann habe ich es dann auch geschissen bekommen, den mit der Minigun umzubringen. Danach hat der Spasti sich in irgendeine Mission begeben, damit ich ihn nicht töten kann. Aber er hat ja wahrscheinlich nur im Menü rumgehanselt und gewartet, bis ich weg war. Hier kann man sehen, ich habe ihn nicht getötet. Aber weil ich dachte, er hat sich in die Basis geportet, habe ich gedacht, ich gehe jetzt lieber passiv, weil ich möchte kein Risiko eingehen. Und hab dann auch nochmal nachgeguckt, ob der irgendwo in irgendeiner Basis ist. Aber hat sich herausgestellt, als er wieder am Strand gespawnt ist, er war nicht in der Basis. Und als er dann wieder am Strand gespawnt ist, habe ich ihn genüsslich umgebracht, weil gehört sich so. Dann hat er sich wieder in der Basis geportet und weil ich irgendjemandes Lieferung da geschreddert habe, hat er sich dann irgendwie sein Nubike aus dem Arsch gezogen und ich bin dann sofort zum Hangar, wo ich mich dann ein bisschen drin vercampt habe und auf die Nubikes gewartet habe. Und der Spaß, die mir ernsthaft noch Kopf gelaufen, mich auszusetzen. Na, wie dem auch sei, ich habe dann da gewartet und gewartet und gewartet. Der eine Spaß, die das Lieferung nicht geschreddert habe, der hat sich auch ein Nubike geholt. Die waren wahrscheinlich irgendwie in einer Party oder so, haben sich abgesprochen, keine Ahnung. Wird irgendwie so gewesen sein. Sie haben beide auf mich losgegangen. Ich habe sie jedes Mal umgebracht, wenn die irgendwie vor meine Minion oder vor meine Raketen gegangen sind. Und dann, irgendwann, habe ich den Bad-Spot-Status bekommen. Dann wurde ich als Spielverderber eingestuft. Meine Fresse, nur. Ich bin Spielverderber, wollt ihr mich verarschen? Ich war danach ziemlich, ziemlich salty. Also, so salty war ich wirklich noch nie. Man muss anmerken, ich bin jetzt das 5. Mal Spielverderber, glaube ich. Und jedes Mal hängt es damit zusammen. Oder bisher jedes Mal hat es damit zusammengehangen, dass ich viele, 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 viele Nubikes geschreddert habe. Das letzte Mal, bevor diesem Mal, dass ich Spielverderber war, liegt schon mehrere Monate zurück. Ich glaube 5-6 Monate irgendwie so um den Dreh. Habe ich irgendwann nachgedacht. Warum macht Rockstar Games das? Warum führt man so ein scheiß System ein? Ich meine, man hat es ja gesehen. Zumindest jetzt in den letzten Clips. Die Typen haben mich konstant angegriffen, haben konstant auf die Fresse bekommen. Na gut, im Runa habe ich noch keinen Bad-Spot-Status bekommen. Aber als ich dann im Savage war, dann sind sie mir ständig hinterher geeiert und meinten mich mit dem Noobike anzugehen. Jedes Mal habe ich sie dann auch geschreddert. Und die bewaffneten Fahrzeuge, die sind natürlich versichert. Also, wie soll man sich denn anders dagegen wehren, als sie zu schreddern? Oder zum Beispiel, das hat Gefanderlot mal als Beispiel angeführt. Ein Panzer. Stellt man sich vor, als wehrloser Bodenhansel, oder man ist wehrlos am Boden, während man, was weiß ich, gerade am Essen ist oder so. Warum man auch immer beim Zocken essen sollte. stellt man sich vor, da ist so ein Panzer, der kommt auf einen zu und tötet einen. Konstant, die ganze Zeit. Der Panzer? Was soll man anders gegen den Panzer machen? Ob man jetzt am Boden gegen den Panzer fightet oder wenn man jetzt im Jet ist, um seine Bodentruppen zu eskortieren und dann kommt da so ein Panzer und du machst den Panzer platt, so ein Khanjali. Wenn man den Khanjali platt macht, bekommt man Bad Spot Status, ein Punkt quasi, weil der Panzer $10.000 kostet. Und das ist mega scheiße, das ist der größte Humbug, das ist riesiger Müll. Natürlich, bei so Straßenkarren macht das irgendwo noch Sinn, weil man damit dann irgendwie die Casuals schützt, die sich dann irgendwelche Rennen liefern. Aber ganz im Ernst, das ist doch der größte Humbug. Auch bei den Luftfahrzeugen. Wenn man gerade im Dogfight ist, was weiß ich, wenn ich gerade im Laser bin und ich damit jemanden im Pyro abschieße, dann bekomme ich Bad-Spot-Status dafür, dass ich den Pyro abgeschossen habe, weil das ein persönliches Fahrzeug ist, weil das in meinem Hangar steht.